Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem MSV Duisburg. Endstand 0:2. Ich begrüße nicht nur die hier anwesenden Medienvertreter recht herzlich, sondern selbstverständlich auch unsere Fans und Zuschauer in den angeschlossenen VIP-Bereichen. Das wäre einmal die Stadtwerke Bochum Lounge sowie der VIP-Treff Nordtribüne und unsere Fans im benachbarten 1848. Ein ganz besonderer Gruß gilt selbstverständlich unseren Gästen aus Duisburg, die eine kurze Anreise hatten. Deren Cheftrainer Ilja Gruev ist hier ebenso auf dem Podium wie unser Cheftrainer Jens Rasiewski. Und wie immer gebührt dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Gruev, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Dankeschön. Ich denke auch nach Winterpause mit einem Auswärtssieg in Derby hier in Bochum zu gewinnen, ist ein Traumstart für uns. Wir haben genau da heute weitergemacht, wo wir aufgehört haben vor der Winterpause. Kompliment an meine Mannschaft, wie wir auch verteidigt haben. Klar haben wir ein paar Chancen zugelassen, aber ist bekannt, dass Herr Bochum sehr spielerisch starke Mannschaft ist, hat sich auch heute bestätigt. Und ich denke auch, dass wir auch diesen Spirit von vor der Winterpause und positive Spirit und positive Energie von unserer Vorbereitung heute mitgenommen haben. Dementsprechend Kompliment an unsere Mannschaft. Wir haben auch ein paar Probleme gehabt in die ersten Minuten, wo wir auch uns angepasst haben. Danach haben wir Kontrolle gehabt. Klar, bei Chancenverwertung waren wir heute sehr gut. Glaube ich auch 4 gute Chancen, 2 Tore spricht auch für uns. Und dementsprechend auch erste Tor haben wir richtig gut herausgespielt nach Balleroberung, schnell in die Tiefe gespielt. Kombispiel mit Positionwechsel, guter Abschluss von Iliuchenko. Zweite auch 11 Meter. Und ich freue mich, dass auch Wolze verwandelt hat, weil haben wir auch heute gezeigt, dass wir auch Elfmeter verwandeln können. Und dementsprechend ist ein sehr, sehr guter Start für uns. Ich sage ja auch, dass Bochum, das ist meine persönliche Meinung, sehr spielerisch starke Mannschaft ist, sehr sympathischer Verein aus meiner Sicht. Und hier zu gewinnen ist nicht einfach. Wir haben auch gegen Statistik gespielt heute. MSV hat, glaube ich, laut unserer Pressesprecher Martin 2012 letzten Mal gewonnen hier in Bochum, schon eine Weile. Und dementsprechend, wie gesagt, freuen wir uns. Und ja, natürlich gab es auch Sachen, wo auch jeder Trainer oder Trainer sieht und wird auch korrigieren, dass wir auch noch besser werden. Wir haben auch gesagt, wir wollen auch stabil sein, diese Stabilität beibehalten. Wir wollen auch uns weiterentwickeln. Wir wollen auch unsere positive Entwicklung weiter fortsetzen. Und wir wollen immer noch besser werden und ich denke auch heute haben wir das getan. Wir sind auf dem guten Weg, unsere Zielklassenerhalt zu erreichen und werden wir weiter versuchen, jedes Spiel kontinuierlich zu punkten. Dir Jens und Bochum wünsche ich alles Gute und wünsche ich natürlich, dass auch Bochum diese Ruhe kriegt im Verein, wie momentan bei uns ist. Das ist aber natürlich lange weg und ist auch unsere Verdienung. Dementsprechend wünsche ich dir und auch komplette Verein alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, dann Jens, dein Kommentar zum Spiel bitte. Erstmal mein Glückwunsch zum 2:0-Sieg. Wir sind natürlich weniger zufrieden mit dem, wie wir gestartet sind. Wir haben eigentlich ziemlich gut angefangen, uns viele Torsituationen kreiert und auch die Spielkontrolle so in die Hand genommen. Nachdem wir das Tor nicht erzielt haben, ist MSV etwas mehr aufgekommen durch viele lange Bälle und ja, eine Situation davon mit einer Umschaltsituation und einem tollen Schuss in den Winkel sind wir ins Hintertreffen geraten. Dann hat man schon gemerkt mit unserer jungen Mannschaft, die wir auf dem Platz haben, dass sie schon den einen oder anderen Wackler gehabt haben, weil sie mit so einer Situation dann erstmal neu umgehen müssen. Haben uns dann noch einigermaßen gefangen und so ein bisschen, ich will nicht sagen Genickschlag, aber ganz bitter für uns war natürlich die Situation kurz vor der Halbzeit mit dem Elfmeter und das konnte man auch vor der Halbzeit nicht mehr korrigieren, so dass wir von den Spielmomenten her da mit 2 unglücklichen Situationen auch in die Pause gegangen sind. Danach haben wir versucht, nochmal vor allem offensiv, weil wir wollten unbedingt das Spiel noch gewinnen, haben wir auch nochmal 2 Wechsel gezogen. Das ist uns nicht gelungen, obwohl die ein oder andere gute Torchance auch in der zweiten Halbzeit für uns da war, die wir uns erspielt haben. Vor allem über die linke Seite gab es unheimlich viel Bewegung. Aber es ist wie so häufig in dieser Saison, dass wir die Chancen, die wir kreieren, die Vielzahl, nicht finishen, nicht zum Abschluss bringen. Und deswegen stehen wir auch heute mit leeren Händen da. Wir müssen schnell lernen daraus und schnell sammeln, weil die nächsten Aufgaben warten schon. Da haben wir nicht viel Zeit und
Das nächste Spiel wartet schon am Montag, müssen kurz die Nutzanwendung ziehen, um dann das deutlich besser zu machen am nächsten Montag. Danke.